Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Hessen-Derby zwischen der HSG Wetzlar und der MT Melsungen. Ich denke, wir können sagen, ein verdienter Sieg unserer Gäste, 30-25 vor 4.132 Zuschauern. Kurzer Hinweis, unsere medizinische Abteilung hat gerade Bescheid gegeben, Michael Appelgren hatte sich verletzt, ist mit einer tiefen Risswunde in der Handfläche ins Krankenhaus kurz gebracht worden, um diese Risswunde versorgen zu können. Und ja, neben mir Michael Roth, Trainer der MT Melsungen, Axel Gerken, Vorstand der MT Melsungen, Kai Wandschneider, Trainer der HSG Wetzlar und Arno Jung, Teammanager. Die ersten Worte zum Spiel gebühren natürlich dem Gast. Michael, Glückwunsch zum Sieg. Dein Statement. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich denke, dass es heute ein Stadt-Zielsieg war, wie man so schön sagt, der, denke ich, auch verdient war. Und der hatte auf der Grundlage basierend das, was ich mir erhofft habe, dass wir unser Abwehr jetzt in dieser Woche stabilisiert haben. Wir haben jetzt das 9. Spiel in 7 Wochen und hatten dann lauter englische Wochen, wo man dann Mannschaftsteile schwierig zusammenführen kann. Und wir hatten natürlich diese Woche intensiv genutzt, gerade die ersten 3 Tage der Woche, wo Allendorf und Selin auch bei der Nationalmannschaft waren, in unseren Innenblock wieder zu trainieren und auch ein paar Dinge abzusprechen. Und letztendlich auch Daniel Kubisch, der so ein bisschen da natürlich der Leidtragende war, hat heute ein fantastisches Spiel gemacht. Das war die erste Grundlage durch eine sehr gute Abwehrleistung mit einer guten Torhüterleistung. Und dass wir dann auch insgesamt, glaube ich, nur 3 technische Fehler gemacht haben in so einem Derby, das ist, spricht natürlich auch von der Angriffsleistung. Das Einzige, was man bemängeln muss heute, war natürlich die Fahrlässigkeit der Torchancen, wo wir hätten das Spiel schon vielleicht noch früher entscheiden müssen, den Gegner immer wieder im Spiel gehalten haben. Und das ist immer gefährlich hier in Wetzlar, dass es dann nochmal kippt, so ein Spiel. Aber wir waren auch vorbereitet auf die 3-3-Abwehr. Das hat die Mannschaft wirklich sehr cool runtergespielt. Und natürlich mit einem alles überragenden heute Patrick Fahlgren, der dieses Spiel von der ersten bis zur letzten Minute fantastisch gelenkt hat. Die Spielsteuerung hervorragend war. Und somit sind wir natürlich überglücklich, heute einen ganz wichtigen Auswärtssieg gelandet zu haben. Und werden natürlich auf dieser Basis mit diesem Selbstvertrauen jetzt versuchen, weiter den November, was haben wir, Oktober ist, ne? Also Oktober und November bis Weihnachten jetzt durchzuspielen. Hoffen natürlich, dass Nenad Vucevic, der sich heute schon mal mit warm gemacht hat, im nächsten Heimspiel gegen Göppingen wieder dabei sein kann, der natürlich auch wichtig ist für diese Mannschaft. Ansonsten möchte ich großes Lob an die Mannschaft machen, die auch kämpferisch voll da war, die sich in jeden Zweikampf mitgeworfen hat. Und trotzdem will ich auch sagen, das ist ein sehr faires und sportlich faires Derby war und letztendlich danke an alle, die dazu beigetragen haben. Danke, Michael. Kai, dein Statement zum Spiel. Ja, ich denke, Schorle hat das schon alles richtig analysiert. Ich habe auch einen Startzielsieg von Melsungen gesehen. Wir haben die 6-0 ganz gut gespielt mit dem neuen Innenblock, Jens Zietke und Christian Bisniak, und haben aber vorne einfach zu viel Bälle weggeworfen. Wir haben in der ersten Halbzeit allein 3 7 Meter verworfen, insgesamt glaube ich 4, in der zweiten nochmal. Kevin hatte dann getroffen, aber auch den 4. 7 Meter verworfen, sodass sicherlich ein Teil des Rückstandes daraus zu erklären ist. Wir haben keinen 7 Meter gehalten, der Michael Allendorf hat alle sicher verwandelt. Aber für mich ist Melsungen eine Handballmaschine, die eine unglaubliche Physis hat, die sehr clever, Schorle hat es beschrieben, durch Vollgren gesteuert, aber auch sehr durch Michi Müller natürlich gesteuert. Das darf man nicht vergessen, gerade am Ende gegen die 3-3-Abwehr, da einfach ihr Ding macht, das runterspielt. Und wir haben einfach keinen Einstieg ins Spiel gefunden. Wir waren nicht in der Lage, mal auf weniger als 3 Minus ranzukommen, weil wir halt dann entweder vorne verworfen haben, technische Fehler gemacht haben oder aber dann auch in der Abwehr durch bestimmte Fehler, also zum Beispiel hinter dem Kreisläufer gestanden, anstatt vor ihm. Man kann einen Danner nicht von hinten halten, ja, auch einen Manson nicht. Das sind halt dann Fehler, und diese Fehleranzahl summiert sich. Was ich klasse fand, unser Publikum, uns ist es als Mannschaft nicht gelungen,
dass hier der Funke dann, sagen wir mal, so übergesprungen ist, dass wir hier eine Hölle für den Gegner gehabt hätten. Das lag an uns, ja, an der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ich denke, wir haben ein sehr intelligentes Publikum, die das auch früh gesehen haben. Dass wir gegen diese Melsunger Mannschaft, so wie die heute aufgetreten sind, eigentlich über 60 Minuten keine Chance hatten. 3-3-Deckung am Ende. Mir war klar, dass Melsung da was macht. Melsung war uns individuell da auch überlegen, ja, einfach einen Schritt schneller. Man hofft dann noch, dass, obwohl sie Spieler frei spielen, die dann aus der freien Situation vielleicht verwerfen und wir dann nochmal einen Konter laufen können. Aber das ist uns nicht gelungen. Insofern denke ich, sind wir mit minus 5 am Ende gut bedient. Vielen Dank. Danke, Kai. Axel, dein Statement zum Spiel. Ja, hallo. Was soll man noch sagen? Also ich war sehr zufrieden mit dem Spiel heute. War auch sehr zufrieden mit der Atmosphäre. Ich fand, das war eine tolle Handballatmosphäre und eben nicht irgendeine feindselige Atmosphäre, wie sie vielleicht vor dem Spiel schon mal angedeutet wurde. Und ich glaube, der Sport soll bei diesen Dingen und auch im Mittelpunkt stehen. Und wir sollten uns darüber freuen, dass wir wirklich zwei solche starke Mannschaften in Hessen haben, die sich dann auch duellieren und tolle Handballspiele zeigen. Wir sind natürlich heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis und fahren glücklich nach Hause und versuchen dann im nächsten Spiel gegen Göppingen zu gewinnen. Danke. Axel, danke. Arno, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, viel zum Sportlichen ist bereits gesagt worden. Man hatte einfach nie das Gefühl, selbst beim 11-13 direkt nach der Pause, hatte man einfach nie das Gefühl, dass der Zugriff auf das Spiel nachhaltig gelingt. Es gab keine Phase von mehreren Minuten, wo wir auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben. Zum Beispiel bei Überzahl und angezeigtem Zeitspiel, dann Schlagwurf Fahlgren zum Tor. Das ist dann die individuelle Qualität von Melsungen, den ich zum Sieg herzlich gratuliere. Und insgesamt hat sich, Kai hat das schon angesprochen, in einigen Situationen gezeigt, dass die nervliche Situation angespannt ist. Das ist angesichts des Tabellenstandes auch klar. Und es wird jetzt darauf ankommen, sehr konsequent weiterzuarbeiten, um in Balingen und dann anschließend gegen Eisenach gute Leistungen abzurufen. Christian Blissnack, Kenneth Tönnesen haben heute sicherlich sehr zu Optimismus Anlass gegeben. Und ja, das sind Faktoren, auf die wird man aufbauen und wird versuchen, einfach in den kommenden Spielen die wichtigen Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Danke. Ja, danke schön. So, Fragen von den anwesenden Journalisten. Uli Mons. Frage an zunächst mal Michael Roth zum Thema Nationalmannschaft unter der Woche. Johannes Selin, Michael Allendorf waren bei der Trainingsmaßnahme bei Martin Heuberger. Frage an Michael Roth, ob das den Trainingsbetrieb stört und wie er dazu steht, dass vor so einem wichtigen Spiel so eine Maßnahme stattfindet. Ja, ich denke in erster Linie, die zwei Spieler waren noch keine Stammspieler bei Martin Heuberger. Die haben sich natürlich gefreut, eine Einladung zu kriegen aufgrund auch ihrer guten Leistung. Und wir haben ja auch in Melsungen den Weg so deutsche Spieler mit eingeschlagen, dass wir in erster Linie froh sind, dass die berufen werden für das Nationalteam. In unserem Fall war es jetzt nicht so tragisch, weil wir den Schwerpunkt Abwehr gelegt haben und da beide Außenspielen bei uns war das nicht ganz so entscheidend. Ich denke halt auch, dass trotzdem natürlich so ein Lehrgang unter der Woche immer ein bisschen Unruhe bringt, wenn man natürlich zentrale Spieler nicht dabei hat, die wir jetzt nicht hatten, ist es immer schwieriger. Wir konnten mit unserem Rückraum und mit unserer Abwehrarbeit gut trainieren, von dem her war es für uns kein Problem. Natürlich ist es so, dass Spieler noch sonntags gespielt haben, die dann dazustoßen. Das ist eine große Belastung, die eh schon sehr hoch ist für alle Spieler. Aber andererseits wollen wir natürlich auch, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder
nach oben kommt. Und von dem her gesehen unterstützen wir das natürlich, diese Maßnahme. Gleiche Frage war auch an Kai gerichtet. Kai? Ja, es ist so, die Maßnahmen werden noch umfangreicher werden. Ja, also irgendwann steigen die Norweger mit ein und Supercup, aber ich sage, das muss eine Motivation sein, ja, für einen Spieler bei der Nationalmannschaft spielen zu dürfen, eingeladen zu werden. Steffen ist nach dem Gummersbach-Spiel direkt mit dem PKW nach Hannover gefahren, war dann Montag, Dienstag da. Die haben zweimal trainiert, haben mit Martin Zavia Athletiktraining gemacht, dann eine zweite am Nachmittag und am Mittwochvormittag nochmal. Ich habe Steffen Mittwoch freigegeben dann, ja, also er musste nicht noch abends bei uns mittrainieren. Und er ist dann am Donnerstag eingestiegen und das muss dann einfach reichen. Ja, also es ist so, da muss man sich durchbeißen. Also es wird eher so sein, dass ich mir da erst anfange, Sorgen zu machen nach dem Jahreswechsel. Ja, also unmittelbar am 27. Dezember die Jungs, glaube ich, dann weg müssen. Tobi Reichmann, denke ich, wird noch mit dazu stoßen, der heute auch wieder sich verletzt hat, auswechseln lassen. Ja, das war die eine Situation, wo er dann nicht drauf war. Bei ihm sehe ich aber eine klar aufsteigende Tendenz. Wir müssen damit leben und also ich unterstütze das grundsätzlich. Da müssen alle Vereine mit leben, wir dann eben auch. Mit Steffen muss ich so nochmal reden, der muss mir mal eine Rückmeldung geben. Er war ja bisher in den Heimspielen mit Abstand, gemeinsam mit Kent Robin Tönnissen, unser torgefährlichster Mann. Wir müssen da sehr vorsichtig sein, das auf sowas zurückzuführen, dass er eben 3 Tage weg war. Er war aber auch 3 Tage in der Vorbereitung, Donnerstag, Freitag und Samstag in der Vorbereitung auf dieses Spiel dabei. Ja, also von daher ist das immer schwierig. Wir tun gut daran, Martin Heuberger und auch jetzt das neue Präsidium und die Nationalmannschaft zu 100% zu unterstützen. Das kann eigentlich auch eine Motivation sein, ja, für die Spieler. Und wir sollten da nicht jammern, sondern das einfach so akzeptieren. Danke. Danke, Kai. Gibt es weitere Fragen? Ralf Ohm, Heiner. Frage an Michael Roth zur Abwehr, die in den Spielen zuvor wohl so ein bisschen das Problemkind gewesen sei. Kurz bitte zu erklären, wie er die wieder so kompakt hinbekommen habe. Na ja, gut, entscheidend war, dass wir jetzt die ganze Woche Zeit hatten, ja, das natürlich zu trainieren. Wenn man in englischen Wochen ist, dann kann man zwar versuchen in der Theorie und auch, aber man kann nicht Vollgas decken, weil einfach dann die Kräfte geschont werden müssen. Und das ist ja auch ein Thema, das uns beschäftigt hat, weil wir damit gar nicht gerechnet haben. Und das ist dann doppelt schwierig, wenn man einfach davon ausgeht, dass wir vom Prinzip angriffsstarke Spieler haben ziehen lassen und haben dafür noch stärkere Abwehrspieler bekommen. Dann war eigentlich klar, dass wir da das Niveau der letzten Saison halten wollen auf jeden Fall und uns im Angriff steigern. Und das haben wir extrem gut gemacht. Wir haben eine sehr gute Angriffsquote, schießen immer 30 Tore, haben aber die ganze Zeit auch über 30 bekommen. Und das Zusammenspiel in Tori, dann hat dann nicht mehr gepasst. Und das ist dann auch die Dinge, die sich im Kopf abspielen. Das heißt, wir haben einen Abwehrchef gehabt, der seinen Laden nicht im Griff hatte. Dann kommen Spieler halt in so eine kleine Formkrise, glauben nicht mehr an das, was Sache ist. Und dann ist das so ein Kreislauf, der schwer zu kitten ist. Wir haben das dann in Lemgo geschafft, mit 38 Tore zu werfen. Wir haben beim Bergischen HC über 30 Tore geworfen, da haben wir es noch kompensiert, aber zu Hause gegen Hamburg haben wir zum Beispiel 35 gekriegt, das ist einfach zu viel. Und jetzt gehe ich einfach davon aus, dass uns das Spiel von heute natürlich auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass wir unsere Physis, wie der Kai schon gesagt hat, auch einsetzen und die Varianten, die wir dazu haben, einsetzen. Und deswegen war es wichtig heute, dass wir 60 Minuten unsere Stammformation 6-0 wieder gespielt haben. Danke, Michael. Gibt es weitere Fragen? Offensichtlich keine. Dann noch 2 Endergebnisse aus der DKB-Handball-Bundesliga. Füchse Berlin, Rhein-Neckar-Löwen 21-21 und Gummersbach besiegt Eisenach 30-24. Mir bleibt unseren Gästen einen guten Nachhauseweg zu wünschen, eine gute Saison weiterhin. Ihnen nochmal Dankeschön zu sagen fürs Kommen. Nächstes Heimspiel, Freitag, 18. Oktober, 19.45 Uhr gegen Eisenach. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann alle hier wiedersehen. Dankeschön, schönen Sonntagabend. Mhm.